Ja, neben mir steht die Raffaella. Ich überlege gerade, wie ich dich am besten kurz vorstelle, weil, pass auf, was mir spontan einfällt, ist ja Europameisterin und amtierend und Titelverteidigung gelungen mit deinen Mädels zusammen. Mit meinen Mädels, ja. Genau. Und jetzt aktuell deutsche Meisterin, gerade eben hier auf der Wettkampffläche geworden. Ich habe das alles festgehalten. Wie hast du denn den Lauf, jetzt eben oder die Läufe gerade eben selbst wahrgenommen? Total super. Ich habe mich ganz gut gefühlt und habe das umsetzen können, was der Coach kurz vorher noch gesagt hat, und insofern ist alles gut gelaufen. Okay, was hat er dir denn gesagt? Er hat mir genau die Punkte gesagt, die sie mir im Training auch immer sagt, und sie hat genau die richtigen Knöpfe gedruckt, damit es funktioniert. Okay, hat funktioniert. Und aus eurem Verein, bist du die Einzige eigentlich im Nationalkader oder seid ihr mehrere? Nee, aus meinem Verein bin ich die Einzige momentan. Okay, das heißt, ihr arbeitet daran, dass noch vielleicht noch ein paar nachkommen? Wir arbeiten daran, genau. Also es ist noch eine, die zumindest in meinem Verein fürs Synchron startet, also in ihrer Klasse. Und im Einzel im Nationalkader jetzt erstmal mittrainiert hat, aber im Einzel ist sie leider nicht in meinem Verein. Ah, okay. Ja, wir können ja dran arbeiten und da kommt auch ein bisschen was nach, da bin ich sicher. Sag mal, wie bereitet ihr, oder hast du dich denn jetzt gezielt auf die deutschen Meisterschaften vorbereitet? Wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid wahrscheinlich konstant auch im Training durch die internationalen Wettbewerbe und jetzt hier gezielt für heute, wie hast du dich da vorbereitet? Im Prinzip das Training, den Trainingsplan durchgezogen, also die Trainingseinheiten unter der Woche, dann macht man natürlich so, sagen wir mal, kleine Übungen zu Hause auch, also Dehnübungen, die man jetzt nicht unbedingt, da braucht man keine Halle dafür. Und genau, das war die Vorbereitung für die Deutsche. Man ist ja sowieso konstant seit Januar quasi für die neue Saison im Training mit dem Saisonhöhepunkt Euro, und dann war vielleicht im Sommer mal so kleine Pause und dann gleich. Also du bist quasi so im Flow, ja? Eigentlich im Flow, ja, genau. Eigentlich nie so eine richtige Pause. Okay. Trainiert ihr eigentlich dann nur vorm Lauf auch, oder Taekwondo ist ja ein bisschen vielfältiger, machst du auch mal, schnupperst du auch noch ab und zu in die anderen Bereiche? Ich muss gestehen, dass ich hauptsächlich Formen trainiere, einfach weil wirklich ein Turnier nach dem anderen ansteht, und dann ist immer so im Kopf, nee, ich muss eigentlich mehr Formen trainieren. Ich kann jetzt nicht irgendwie eine Wettkampfeinheit einsetzen, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie Schiss hat, man verletzt sich irgendwie blöd, was ja dann doch gerne mal passiert, und insofern eher nur Formen. Also schon eher andere Ausgleichssportarten, also jetzt nicht im Taekwondo-Training, sondern geht mal schwimmen, geht mal laufen, diese Sachen, aber hauptsächlich Formentraining. Ja. Wie lange machst du denn eigentlich schon Taekwondo und wie oft trainiert ihr die Woche? Also angefangen habe ich 1987 und mit Formenwettkämpfen 90. Das ist, also ich habe vorhin mal nachgerechnet, mein 25. Wettkampfjahr. Das ist schon ganz schön lange. Und wie oft trainieren wir in der Woche? Das kommt so ein bisschen darauf an, welche Turniere anstehen. Und also 2-3 Mal die Woche reines Hallentraining und der Rest, je nachdem, wie es ansteht. Okay, eine Frage zum Schluss. Was steht jetzt aktuell an? Was sind die nächsten Pläne? Welche Turniere kommen? Jetzt kommt noch das Ranglistenturnier Süd Ende Oktober. Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, so das letzte Turnier offiziell. Also es gibt zwar noch 1-2 kleinere Turniere, aber ich glaube, von den offiziellen ist das das letzte im Wettkampfkalender dieses Jahr. Okay, ja, dann wünsche ich dir da auch viel Erfolg. Dankeschön. Und reiß noch kräftig was, und ja, hab auch heute noch viel Spaß. Dankeschön. Okay, bis dann, ciao.